Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Eigentlich wäre da die Begrüßung Selam Aleikum besser gewesen, nämlich wir sind in Algerien und sprechen mit Al-Jabbar und haben da diesen Stein, diesen komischen hier. Stein, sagen Sie, lassen Sie mich den Stein sehen. Da, schauen Sie ruhig, ich gebe den Sonnenstein ruhig aus meiner Hand. Guck. Ah, ein Sonnenstein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein höchst seltener Fund. Dr. Jones, woher kennt ihr meinen Namen? Woher wissen Sie, wer ich bin? Ja, woher? Meine liebe Miss Hapgood, wenn man Omar Al-Jabbar ist, dann weiß man sowas. Dann sind Sie Al-Jabbar. Ja, falsche Stimme. Ein einfacher Händler für Kleinigkeiten und Seltenheiten. Zu Ihren Diensten. Kommen wir nun also zum Geschäft, ja? Was wissen Sie über Atlantis? Ja, erzählen Sie. Nun, irgendwo tief in den Atlasbergen ist eine recht alte Ausgrabungsstätte. Ich bin überzeugt, dass dort die Reste eines atlantischen Vorposten zu finden sind. Okay. Wessen Ausgrabung ist es? Europäer, Deutsche, um genau zu sein. Es sind immer Deutsche. Was macht sie sicher, dass es atlantisch ist? Von Zeit zu Zeit tauchen die Lumpen hier auf, um mir Dinge zu verkaufen, die sie von dort gestohlen haben. Die Muster sind unverkennbar. Und wo genau ist das? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich weiß genug, um diese grobe Karte zu zeichnen. Aber sie ist wirklich nur grob, vielleicht um Faktor 100. Das Problem ist, dass die Wüste kein Ort für einen zivilisierten Menschen wie mich ist. Seufz. Gut, wir gehen. Wir gehen? Ich bewundere Ihren Mut, aber Sie werden die Wüste nie überleben. Aber geben Sie auf, solange Sie noch Ihr Leben vor sich haben. Gut, wir geben niemals auf. Das ist nämlich unser Credo. Nun dann soll Allahs Wille geschehen. Ich leihe Ihnen meine Karte und ein paar meiner besten Kamele. Warum ist er so lieb zu uns? Ganz ehrlich, warum ist er so lieb zu uns? Und müssen wir jetzt... Ja, lauf, lauf, lauf. Wir laufen jetzt die ganze Strecke hin. Super. Einige Minuten später... Ich habe das Gefühl, dass er uns doch keine Kamele gegeben hat. Einige Stunden später. Also irgendwie hat das nicht so funktioniert. Sie sind zurück und am Leben. Sagen Sie mir, wie war die Reise? Ja, außer dass die Kamele nach einer Meile verreckten. Ganz prima, aber wir haben nichts gefunden. Oder ich möchte nicht darüber reden. Ganz prima, aber wir haben nichts gefunden. Ich möchte nicht darüber reden. Ich möchte nicht darüber reden. Verstanden. Es ist unwürdig, sich an andere Unglück zu bereichern. Vielleicht kann ich Ihnen noch behilflich sein. Haben Sie noch die Maske, die ich Ihnen gab? Jo, die habe ich. Warum fragen Sie? Ich würde sie gern gegen etwas anderes eintauschen. Was würden Sie mir denn geben? Das wäre jetzt die Frage aller Fragen. Das hängt davon ab. Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge? Machen Sie ein Angebot. Nun, wie wäre es mit diesem Baseball? Er wurde von einem gewissen Lou Gehrig, signiert. Was gibt es denn noch außer dem Baseball? Wie wäre es hiermit? Dieser Voodoo-Puppe.
Sie wurde aus Holz vom Schwarzwald geschnitten. Eine Voodoo-Puppe aus dem Schwarzwald. Was ist das für ein Schmarrn? Was gibt's noch? Wie wäre es denn mit diesem kleinen roten Wagen? Er gehörte einmal Rudyard Kipling. Nein. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas, was uns interessiert. Wie wäre es mit diesem gelben Jojo? Er wurde von einer arabischen Prinzessin bemalt. Nicht ganz, was ich suche. Alternativen? Ich hoffe, es ist eine Schleife und es fängt wieder. Wunderbare weiße Spazierstock. Er wurde mal von Queen Victoria berührt. Och, das ist toll. Fängt es wieder irgendwann an mit dem Basket, mit dem Baseball? In dieser starken Sonnenbrille. Damit kann ein Mann direkt in die Sonne sehen. Hm. Also bis jetzt klingt die Sonnenbrille am interessantesten. Mit diesem schönen roten Fes. Kein Gentleman sollte ohne einen gesehen werden. Ich glaube, das Fes klingt am interessantesten. Da könnten wir uns bestimmt irgendwie verstecken oder mit diesem antiken Spucknapf. Ganz sicher nicht. Damit kann ein Mann zu Hause genauso spucken wie sein Kamel. Ach toll, das hätte ich ohne Spucknapf nicht machen können. Baseball, bitte. Nein, wir möchten auch keine Seife. Sie ist zu 99,994% rein und pH-neutral. Ich glaube, das ist einfach irgendein wild zusammengeworfenes Dings. Mit diesem dekorativen schwarzen Schleier. Er passt zu einfach allem. Bloß früher oder später müsste es wieder ein Baseball geben, weil ich ganz bestimmt nicht glaube, dass die Entwickler hier dunkelroter Lippenstift. Er ist schick, aber doch erhaben. Dass sie mehr Zeilen hier reingeschrieben haben mit diesem dämlichen Händler, als im ganzen Spiel ist. Wie wäre es mit diesem gelben Schal? Ist etwas mitgenommen, aber sehr wärmend. Das gibt's doch nicht. Mit diesem Händler gibt's wirklich mehr Textzeilen als mit sonst irgendjemanden. Oder wie mit diesen wunderbaren Elfenbeinohrringen. Sie wurden aus den Stoßzahnen eines prähistorischen Mammuts geschnitzt. Damit dürfen wir aber nicht in den Flughafen. Das wie gesagt, so langsam wunderbaren Ebenholzkamm. Er hat einmal der geheimnisvollen Mata Hari gehört. Aber sicher, gibt es sonst noch Alternativen, zum Beispiel wieder ein Baseball, damit ich weiß, dass es von vorne anfängt. Mit diesem zauberhaften Rubinring. Er hat die Macht, den Geist eines Mannes zu benebeln. Also ein Rubinring wäre eigentlich auch ganz interessant. Wie wäre es mit dieser unbezahlbaren goldenen Gürtelschnalle? Ein Geschenk von Königin Kleopatra. Also ganz ehrlich, seit wie vielen Minuten sind wir schon dabei, hier mit dem Händler zu feilschen? Diesen Baseball, danke! Gut, das heißt, wir sind wieder am Anfang. Ich behalte lieber, was ich habe. Im Notfall können wir hier immer noch durchklicken und schauen, was uns das bringt. Wir schauen die Karte an. Die einzige Markierung darauf ist ein großes X. Das einzige, mir hilft das gerade alles nicht so sonderlich viel, muss ich tatsächlich sagen. Gehe zu Händler, da haben wir nichts außer eine Karte. Mit dem Messerwerfer, glaube ich, haben wir nichts mehr zu reden. Für den Bettler brauchen wir eine Taube. Vielleicht können wir hier noch irgendwo hinreisen. Nö, bloß nach Monte Carlo. Wir könnten theoretisch nach Monte Carlo zurück. Warum? Keine Ahnung. Können wir jetzt mit dem Bürger reden? Nein. Wir reden mal mit Sophia. Nein, das sind Bürger. Wir reden mit Sophia, wollte ich sagen. Hör mal. Was machen wir denn jetzt?
Lass uns einen anderen Weg zu dieser Ausgrabung finden. Vielleicht mit dem Heißluftballon da oben? Da müssen wir bloß hin und ihn mit dem Messer bedrohen, dass wir da durchkommen. Das wäre doch was. Oder brauchen wir da irgendeinen Schmarren? Benutze Ballon. Nein, rede mit Ballonbesitzer. Wenn Sie eine Karte haben, können Sie fahren. Wenn nicht, dann nicht. Benutze blutverschmiertes Messer mit Ballonbesitzer. Wird nicht funktionieren. Benutze Maske. Nö. Benutze Karte mit Ballonbesitzer. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Benutze Peitsche mit Ballonbesitzer. Benutze Peitsche mit Wasserstoffballon. Benutze blutverschmiertes Messer mit Dings. Benutze irgendwas mit... Können wir ihm irgendwas geben? Ich werde doch nochmal mit dem Messerwerfer reden. Wir bräuchten nämlich... Halt, stopp. Ich habe eine Idee. Wir kriegen von dem Bettler... eine Karte. Das heißt, ich rede mal mit Omar. Werde jetzt einfach mal die Maske austauschen mit... Ich hoffe, dass wir jetzt nicht alles durchgehen müssen. Haben Sie etwas Bestimmtes? Ja. Wie wäre es mit diesem Baseball? Und genau diesem Baseball. Den möchte ich gerne haben. Ich nehme es. Ich habe einen guten Tausch gemacht, Effendi. Gut, wir haben einen wundertollen Baseball. Ich weiß nicht, ob das irgendwas nützen wird. Reden mal mit dem Händler. Wahrscheinlich werden wir jetzt 10.000 Mal hin und her wechseln müssen. Weil der natürlich was ganz, ganz Bestimmtes haben möchte. Ich würde etwas anderes anbieten. Nämlich einen Baseball für eine Taube. Tut mir leid, Effendi. Ich nehme niemals Geschenke für mich selbst an. Und erst recht nicht in einer solchen Farbe. Also keine Geschenke für ihn selbst. Wir haben also einen Lippenstift. Von dem Lippenstift weiß ich noch, dass der angeboten wurde, aber schauen wir mal. Entschuldigen Sie nochmals, kann ich meinen Baseball eintauschen? Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge? Mal schauen, vielleicht ist eine Voodoo-Puppe. Ja, die Voodoo-Puppe ist auch nicht für ihn selbst. Darum werde ich mal die Voodoo-Puppe annehmen, aber toll, dass wir tauschen können, wie wir fröhlich sind. Das Einzige, man hätte vielleicht die Dings, die Dialoge ein bisschen kürzen können oder wenigstens überspringen lassen können, wenn man denn schon tausendmal mit den Leuten reden muss. Ich würde gerne was anbieten, nämlich wahrscheinlich eine Folgenpause. Ich gebe Ihnen diese süße Voodoo-Puppe für eine Taube. Eine süße Voodoo-Puppe. Puppe. So, er sagt jetzt nein. Ich bin untröstlich, dass ich diesen Handel nicht eingehen kann. Der Grund, schwarz ganz hervorragend zu meiner Einrichtung passt. Also eine Voodoo-Puppe ist es auch nicht. Schön. Wirklich sehr, sehr schön. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir jetzt wirklich jedes einzelne Ding durchgehen müssen. Und da habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Lust drauf. Darum probieren wir es noch, ich würde sagen, einmal. Und den Rest werde ich dann einfach. Was Dunkles, vielleicht Schwarzes wäre gut. Oh, es gibt einen neuen. Was Dunkles, vielleicht Schwarzes. Noch etwas? Machen Sie ein Angebot. Wie wäre es mit dieser starken Sonnenbrille?
Vielleicht ist es ja die Sonnenbrille. Das heißt, wir haben schon mal ganz, ganz viele Sachen aussortiert. Das Einzige, eine Sonnenbrille ist wahrscheinlich wieder nicht für den Händler, weil er nichts für sich selbst annimmt. Aber wir probieren es einfach mal aus, weil jetzt müssen wir nicht mehr jedes einzelne Ding durchgehen, sondern haben tatsächlich einen Hinweis bekommen. Ja, ich würde noch was anderes anbieten, nämlich eine Taube gegen eine Brille. Wie wär's? Sagt er. Mein Großvater wird dieses Geschenk lieben und es passt so schön in der Farbe. Hier, nimm eine Taube. Gut. Das heißt, wir haben jetzt eine leckere Taube am Spieß. Können die dem lieben Bettler hier drüben geben? Hallo? Können das dem lieben Bettler hier drüben geben? Hallo da, wieder da, wie? Wie läuft denn das Geschäft? Es lief schon schlechter. Heute gibt es sogar ein Sonderangebot. Ja, ja, ist gut. Gib mir was zu essen, bla bla bla. Ich dachte, man kann das in einem Dialog ihm geben, aber nein, das muss man ihm zugeben. Gib Taube an Spieß an den Bettler. Entschuldigen Sie bitte, bringst du was zu essen? Hier, bitte, Taube am Spieß. Danke sehr, Effendi. Hier ist Ihr Geschenk. Eine Ballonfahrkarte, sag ich doch. Perfekt. Perfekt. Wir schauen uns die Karte auch mal an, sobald wir oben sind, würde ich sagen. Vielleicht steht da noch irgendwas Interessantes drauf. Da steht drauf, Tageskarte, Karems Aussichtsflüge, das ist schön. Dann reden wir mal mit dem Ballonbesitzer. Wenn Sie eine Karte haben, können Sie fahren. Wenn nicht, dann nicht. Gut, ich gehe rein. Halt! Ich will da aber hin. Halt! Gut, dann gib die Karte an den Ballonbesitzer. Wird dies ausreichen? Eine wertvolle Ganztagskarte. Heute gehört der Himmel euch, Effendi. Gut, perfekt. Dann gehen wir mal zum Wasserstoffballon. Hallo, Sophia. Komm mit, bitte. So, benutze blutbeschmiertes Messer mit Seil. Wir sind frei! Gas ablassen, Ballast abwerfen. Da ist ein Nomadencamp. So funktioniert das. Also irgendwie funktioniert das nicht so wie gewollt. So, ich möchte hier bitte ins Nomadencamp. So, kommst du nicht mit? Ich bleibe hier und passe auf den Ballon auf. Gut, riesige undurchquerbare Wüste, das ist schön. Also irgendwie funktioniert das nicht so sonderlich wie erwartet. Ich finde das übrigens toll, dass wir unendlich viel Ballast haben. So, das heißt, ich werde jetzt mal ganz viel Gas ablassen. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob wir hier die Nomadencamps überhaupt erreichen können oder wie ich überhaupt richtig landen kann. So, hier haben wir zum Beispiel noch ein Nomadencamp. Dann fliegen wir da mal hin, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. So, Gas ablassen heißt nach Dings, nach Dings. Ich will nicht im Meer landen, okay.
Also das heißt, wir können immer... Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es mir erwartet habe. Moment mal. Das mit dem Landen, das ist ein bisschen problematischer als erwartet. Muss ich tatsächlich sagen. So. Ich weiß leider auch nicht mehr. Ich glaube hier bei sobald die Windrichtung, keine Ahnung, bloß noch in den Westen zeigt. Ich glaube, dann können wir... Hallo, Nomadencamp. Grüß dich Gott. Monsieur Nomade, was hast du denn zum Sagen? Vielleicht irgendwas Interessantes? Hallo, Monsieur Nomade. Hallo da. Salam, Effendi. Was erkennen Sie auf dieser Karte? Das X ist im Süden. Das war es auch schon. Gut. Da müssen wir jetzt tatsächlich hier... Das wird lustig. So oder so, hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie wir ankommen. Hoffe ich zumindest sehr. Und wie immer, Geldgrüßli, euer Mr. Kurzi. Bis dahin, tschüss.